Hey, meine lieben Bücherwürmer. Ja, ich hoffe, dass es jetzt endlich mal ein bisschen besser wird. Ich habe eine provisorische Lösung jetzt gefunden für mein Mikrofonproblem. Ich habe jetzt mein Handy-Headset. Also das war das Beste wirklich, was funktioniert hat momentan. Ich habe ein externes Mikrofon versucht. Ich habe ein Gamer-Headset probiert. Das hat aber nicht funktioniert mit meinem Laptop. Der hat das Mikrofon irgendwie nicht angenommen. Dann habe ich das hier mit Lautstärke und irgendwelche Einstellungen in meinem Laptop alles Mögliche versucht. Und jetzt habe ich mein Headset von meinem Handy an meinem Laptop angeschlossen. Und damit funktioniert es momentan einfach am besten. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Aber es ist halt schon der 9. Juli, glaube ich. Und ich hänge so ein bisschen hinterher. Ich muss einfach mal ein paar Videos jetzt drehen. Und ich hoffe einfach, das ist erstmal in Ordnung so für euch, mit der Lautstärke auch. Sollte auf jeden Fall wesentlich besser sein als vorher. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall endlich mal Videos wieder von mir. Heute gibt es jetzt erstmal meine Leseliste. Ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein paar mehr Videos von mir sehen, weil ich halt ein bisschen aufholen möchte. Ich will halt meinen Lesemonat natürlich auch noch drehen. Und es warten noch ein paar Rezensionen, die halt schon ein bisschen länger warten. Und deswegen gibt es heute jetzt erstmal die Leseliste von mir. Zuallererst. Normalerweise habe ich ja immer Subleichen in meiner Leseliste. Das habe ich diesen Monat jetzt mal ausgelassen, weil ich halt in den letzten Monaten schon ein paar Subleichen abgearbeitet habe und ich jetzt einfach mal ein anderes Motto habe. Und zwar habe ich gesehen, dass ich sehr viele letzte Teile einer Reihe oder einer Trilogie hier stehen habe und habe gesagt, okay, jetzt beende ich diesen Monat einfach mal ein paar Reihen. So, zwei habe ich auch schon beendet, weil, wie gesagt, wir haben heute schon den 9. Die zeige ich euch jetzt einmal als allererstes. Und zwar habe ich die Bestimmung beendet. Und die ganze Trilogie hat von mir ja 5 Sterne bekommen. Wobei ich sagen muss, wenn ich hier nur das Ende bewerten müsste, dann hätte ich wahrscheinlich gar keinen Stern vergeben, weil dieses Buch an sich war ein 5-Sterne-Buch, aber die letzten 30 Seiten war ein Horror. Echt. Die, die das gelesen haben, werden mich verstehen. Ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, warum, aber ich bestätige das, das war sehr mutig von der Autorin, dieses Ende zu schreiben. Ich habe nichtsdestotrotz 5 Sterne vergeben, weil ich bewerte ja das ganze Buch und nicht nur das Ende. Und es ist einfach ein mutiger Schachzug gewesen. Und ja, ich würde jetzt noch was sagen, aber das würde vielleicht auch spoilern. Ja, die, die es gelesen haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Dann habe ich noch eine beendet. In dem Sinne beendet, weil es nicht weiter übersetzt wurde. Ich glaube, davon habe ich euch schon mehrfach was gezeigt. Und zwar habe ich den 4. Teil Elfennacht gelesen. Den 3. Teil habe ich letzten Monat gelesen, deswegen habe ich sehr schnell jetzt beendet. Es gibt ja noch 2 weitere Teile. Und ich hatte euch ja gesagt, ich guck mal ab, ich warte mal ab, was der 4. Teil mir zu sagen hat, sage ich mal. Ob der für mich so abgeschlossen ist oder ob ich weiterlesen muss. Und natürlich, in den 3 Teilen davor war kein Cliffhanger oder sonstiges. Hier ist es jetzt ein ziemlich offenes Ende, wo ich dann sage, toll, warum haben sie es nicht weiter übersetzt? Jetzt muss ich es wohl oder übel auf Englisch weiterlesen. Das werde ich dann auch irgendwann tun. Für mich ist es aber so erstmal abgeschlossen, weil es halt auf Deutsch ist und wer weiß, wann ich dann die anderen Teile lesen werde. Und ich werde die anderen Teile auch als E-Book lesen, weil das im Regal einfach nicht zusammenpasst sonst. Deswegen. So, dann. Was ich jetzt angefangen habe, das habe ich heute angefangen, und zwar den 3. Teil und den letzten Teil somit von Kay Bromberg Driven geliebt. Da habe ich jetzt heute angefangen, ich bin da jetzt erst auf Seite 37, also habe nur mal reingelesen schon mal und bin sehr gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Also weil der 2. Teil hat ja einen richtig fiesen Cliffhanger gehabt und ja. Dann habe ich einen 2. Teil, also eine Dilogie ist das nur, und zwar von Jenny Manoujian Magierlicht. Mit dem 1. Teil habe ich ja manchmal so meine Probleme gehabt, da so richtig reinzukommen. Das hat so seine 100 Seiten ganz bestimmt gebraucht, bis ich da richtig drinne war. Aber dann ging das immer schneller und immer flüssiger und jetzt freue ich mich auf den 2. Teil und hoffe, oder ich hoffe nicht, sondern ich, ja doch, ich hoffe, er wird dann im Endeffekt genauso gut wie der 1. Teil und ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommen wird und ja. Dann habe ich hier noch eins, und zwar ist das auch der letzte Teil wieder und der 3. Teil von Devoted von S. Quinn. Das ist ja Gefährliches Verlangen. Und das ist ja so wirklich was locker Leichtes so zwischendurch. Das lässt sich auch schnell mal an einem Tag weglesen. Und ich denke mal, das werde ich genauso wie die anderen beiden Teile auch auf dem Sonntag anfangen und auf dem Sonntagabend dann beenden. Und ja.
ich sag euch natürlich zu den Büchern, was da jetzt passieren soll und so, sage ich euch natürlich nicht viel, weil es ist halt, sind halt die letzten Teile immer. Das war eigentlich so meine ursprüngliche Leseliste, die ist ja dieses Mal ein bisschen kleiner ausgefallen und wollte dann eigentlich mal auch was anderes noch in Angriff nehmen. Und zwar habe ich hier noch so einen kleinen Stapel, 4 Bücher sind es, um genau zu sein. Wie ihr sehen könnt, sind überall Lesezeichen drin. Das sind nämlich die Bücher, die ich so immer mal angefangen habe und jetzt hier schon seit Tagen, Wochen, was auch immer rumliegen. Und die möchte ich jetzt eigentlich mal beenden alle. Und deswegen habe ich halt meine Leseliste so klein gehalten, damit ich wirklich auch dazu komme, diesen Currently Reading Stapel abzuarbeiten. Und zwar ist es einmal, das ist so ein ganz kleines nur, aber das gibt es ja in sehr vielen Formaten und das wird auch nicht sonderlich umgeschrieben sein, weil das ist ein Tagebuch und das ist halt von Anne Frank. Es kennen wahrscheinlich viele schon und ich möchte das jetzt auch endlich mal lesen. Ich habe halt auch schon angefangen und bin auf Seite 77 und ja, die Schrift ist leider, dadurch, dass es so klein ist, natürlich sehr, sehr klein, aber es geht eigentlich, es funktioniert. Ja. Dann habe ich einmal hier von Claudia Carroll, Du stehst in meinen Sternen. Das finde ich auch eigentlich bis jetzt richtig gut. Hätte ich nicht gewartet, es lässt sich richtig gut lesen. Und da bin ich auch ziemlich weit schon, 246, und das sollte sich auch relativ schnell noch weglesen lassen. Dann habe ich von Rachel Joyce Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fryce. Das kennen mit Sicherheit auch schon so ein paar. Aber ich muss sagen, also ich bin auf Seite 101, ich muss sagen, es zieht sich so ein bisschen. Also es ist ein bisschen langatmig geschrieben alles. Und im Großen und Ganzen, die Hauptstory ist relativ interessant. Und ja, irgendwie muss mir diese Lust packen, glaube ich. Dann habe ich ja eins, das hängt hier ja schon seit Dezember, glaube ich, auf dem Stapel. Und ich komme einfach nicht weiter. Ich schaffe es vielleicht mal irgendwie 10 Seiten zu lesen oder so. Und das ist von Lindsay Fay, Der Teufel von New York. Das ist ja so mein Buch, wo ich echt mit mir hadere. Ich habe noch nie ein Buch abgebrochen oder sonstiges. Ich habe mich immer durchgequält. Aber das ist echt, ich habe gesagt, okay, ich pausiere das jetzt mal und guck mal, ob ich das irgendwann weiterlesen werde. Ich weiß noch nicht wann. Und zwar bin ich da jetzt auf Seite 138 und es hängt hier schon seit Dezember auf dem Stapel angefangen. Und ich glaube nicht, dass ich das diesen Monat auch schaffen werde, aber ich nehme es mir ganz fest vor, dass ich da wenigstens mal so ein bisschen weiterkomme. Ich bin schon froh, wenn ich da echt mal so auf Seite 200 bin oder so, dann bin ich schon echt glücklich, weil ich dann wenigstens mal ein Stückchen weitergekommen bin. Aber ich bin kein Mensch, ich breche keine Bücher ab. Ich wollte es unbedingt haben, also muss ich es jetzt auch lesen. Und im Endeffekt ist es auch gar nicht so schlimm, aber also die Geschichte ist eigentlich auch interessant. Nur der Schreibstil ist halt ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, ist nicht so meins. Und ja. Jetzt habe ich aber doch noch 2 Bücher hier und zwar habe ich die im Nachhinein noch auf meine Leseliste gepackt. Also ich glaube so 2 Tage später, am 2., glaube ich, irgendwie so. Und zwar einmal habe ich hier von House of Night versucht. Das ist ja der 6. Teil, weil ich den 5. Teil jetzt letzten Monat beendet habe und ich eigentlich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht und ich eigentlich mir 100%ig sicher sein konnte, dass ich das diesen Monat lesen werde. Deswegen habe ich es einfach mit draufgepackt. Dann kam noch so ein kleiner Nachzügler und zwar vor 3, 4 Tagen irgendwie so. Und das habe ich auch gleich mit auf die Leseliste gepackt, weil ich das ziemlich schnell jetzt lesen möchte und dann auch rezensieren möchte. Denn ich habe von Larissa wieder eins bekommen. Und zwar ist das ja ihr neues Buch London Love, Josh and Annie. Soll ja auch eine Reihe werden, aber in sich abgeschlossene Teile. Also man kann sie auch als Einzelbände sehen. Und da bin ich mal gespannt, weil das ist ja nicht Fantasy, sondern wirklich mal ein Roman von ihr. Ein Liebesroman. Und da bin ich echt mal gespannt, ob sie da auch das große Talent hat wie bei den Fantasy-Romanen. Weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich ja großer Fan von ihren Janta-Chroniken. Und ich freue mich auch tierisch auf den 3. Teil und auf den 2. Teil. Und ich bin echt gespannt, was sie hier zustande gebracht hat und freue mich, dass ich das von ihr gekriegt habe. Sie hat es auch für mich signiert und ja, da sage ich erstmal Danke und ich hoffe, es erfreut mich genauso wie Katharina und die Reise des Protektors. Ja, das war meine Leseliste. Diesmal ja relativ klein, aber ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz auf mich. Mein Lesemonat von Juni war sehr, sehr gut. Also so gut war der noch nie, das war so ein Rekordmonat von mir. Ja.
das war jetzt erstmal meine Leseliste. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wie gesagt, ich lade das jetzt heute auch gleich hoch. Ich werde es gleich schneiden und hochladen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich morgen oder so auch noch ein Video von mir bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr dann am Sonntag auch noch mal eins von mir bekommt. Je nachdem, wie schnell ich halt jetzt vorankomme. Aber ich möchte halt so ein paar Videos abarbeiten. Und deswegen werdet ihr jetzt ein bisschen überfallen von mir. Aber ihr habt ja jetzt auch 2 Wochen nichts von mir gehört. Deswegen. Oder 3 Wochen, glaube ich, sogar schon. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!